Okay, das ist interessant, das habe ich jetzt nicht erwartet. Weiß nicht warum, warum möchte ich unten einfach mal die Leere hauen? Da hätten sie jetzt aber auch einfach mal so eine Super Power Crate oder sowas hinpacken können, die dir direkt P voll macht. Einfach nur, weil du neugierig warst. Ums. Was gerade echt interessant ist, dass sie hier einen Schlitz gelassen haben zum Durchbolzen, obwohl die Magie Magusse eh durch die Wand bolzen können. Wahrscheinlich wollten sie einfach zu uns Gamer nett sein. Notja hat mir der Zakorak geschenkt. Da wollten, das war schon im Frühjahr letzten Jahres. Da wollten wir eigentlich zusammen reingucken, aber da ist bis jetzt also nichts draus geworden. Seitdem habe ich es installiert und habe es noch nicht einmal geöffnet gehabt. Sag, gib mir meinen verdammten Trittstein. Rums. Ah, das finde ich auch super befriedigend hier mit der Bombe. Ja, das hat Sakko schon gesagt, dass das Spiel einen sehr, sehr überrascht. Ich glaube, Red ist bei mir auch im Hatte ich Bock zu drin irgendwo. Schon von vor längerer Zeit. Und Robot Named Fight auch. Das haben wir damals als ich bei Cluedo das erste Mal war, haben wir das angezockt. Hab einen richtig geilen Run hingelegt und danach nur noch gefailt. Kann sagen, wie soll ich denn da hochkommen? Trittblatt. Miese Aktion. Schön eingekesselt. Die Säckel hier. The Messenger habe ich mir angeguckt bei Schnizzle und. Ich weiß gar nicht, wer es noch gestreamt hat von meinen Bekannten. Das ist nicht ganz so meins. Ah ja, Hoppelhase hat es auch gestreamt. Der Hopi. Hoppelhase. Das ist nicht ganz so meins. Da spiele ich dann lieber Robot Named Fighter. Da hast du dann halt auch den Roguelike, aber im Sinne von Metroid. Hat auch hier wieder ein Update gekriegt, habe ich gesehen. Da muss ich mal das Update ziehen. Red hat auch eins bekommen. Oh Gott, muss ich da. Ich mal gucken, was da für neue Inhalte drin sind. Gut, das Hochkommen war doch wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Die Bombe kam gut pünktlich. Ja, die Mucke ist nice, ja. Aber in neueren Spielen bin ich halt immer sehr vorsichtig, was die Mucke angeht. Daher Twitch ja auch immer schlimmer wird, was Musik angeht. Ich hatte es ja gewundert, ich habe ja
an Silvester das Fragmentary Video, das neue, auch auf 20 Uhr auf Twitch released als Premiere. Und ich habe schwer gewundert, dass da nicht irgendwo ein Problem gab, dass ich da dann halt 11 Stunden hier meine Through Cutgas iPlaylist durchgeöckelt habe. Aber ich bedenke hier mit Redstone Chapel und mit Cravenhall, jedes Mal wird das geflaggt. Und jedes Mal schreibe ich an, Leute, ihr könnt mit dem und mit dem und dem reden von der Band. Ich habe die Erlaubnis. Ich kann es euch auch schriftlich geben lassen. Aber das wollen die ja gar nicht. Und das geht mir sowas von auf den Sack. Du machst es so, wie du es darfst und kriegst auf den Sack dafür. Und das finde ich zum Kotzen. Und die ganzen großen Content Creator haben das auf dem Rücken der Musiker gemacht und die haben es vergeben bekommen, in Anführungszeichen, weißt du? Ich als kleiner Lurch, der sich brav an alles gehalten hat, der kriegt jetzt hier ständig auf die Nüsse. Sprung nicht funktioniert. Ich hasse diese Pixelsprünge. Sagen, wir haben so viel Leben, den bolzen wir jetzt weg, den Billo Glurak. Ja, wahrscheinlich 2 Stunden ist mal durch, würde ich mal tippen. Wer sich nicht ganz so doof anstellt wie ich. Tegel, der Fälle ist. Ich finde das Spiel mega, mega cool. Immer mal für zwischendurch und kann man sich dann auch im Gameboy auf die Toilette legen. So, ich habe ja noch stapelweise jetzt hier die Gameboys mit Akku-Mod. 6 Stück habe ich mir bestellt. 3 noch für mich und 3 für einen Kumpel. Weil dann gab es für 44% Rabatt. Das war nice. Da hast du dann fast 2 für einen bekommen. Und ja. Deswegen werde ich da wohl noch ein paar Gameboys bauen mit diversen Displays. Roms. End. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwie einen Hard Mode oder sowas gibt. Ich sag mal, mehr Gegner oder sowas hätte es jetzt meiner Meinung nach jetzt auch nicht gebraucht. Aber daher, egal was ich drücke, nichts passiert, denke ich mal, dass es hier fertig ist. Also ihr könnt im Stream auf jeden Fall noch dranbleiben. Ich bin jetzt mal so frech und mache einfach mal für YouTube die Abmoderation.
Ja, auch für euch auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, haut mir doch mal unten in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Ist es was für euch? Wäre es nichts für euch? Wäre es was für die Toilette? Wäre es was für zwischendurch? Wäre es gar nichts für euch? Kann ja auch sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, das freut mich immer wieder. Und wo der Abo-Button ist, wisst ihr auch, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bin Katja, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!